Es gibt Menschen, da will man nicht rangehen, aber bei dir gehe ich gerne ran. Für uns ist Highway einfach mehr als nur ein Song. Als ich meinem Team davon erzählt habe, so, ey, ich will mit Katja einen Song machen, waren viele so, hä, warum denn? Ich muss ehrlich sagen, wir reden gar nicht so über Männer die ganze irgendwie Zeit. Irgendwie jucken uns Männer komischerweise gar nicht. Gar nicht. Und das dass ich das mal sage, ja. Ich habe mein erstes Album rausgebracht, also so, haha, das wird doch eh nichts, mach mal, zeig mal. Platz 1, Mann. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen viralen Hit. Ja. Heute wird's richtig, richtig, richtig geil. Es gibt so ein paar Dinge, da sagt man auf den ersten Blick, die passen nicht zusammen. Zum Beispiel Donald Trump und gesunder Menschenverstand, Angela Merkel, Strawberry Daiquiri und Heidi Klum und Tom Kaulitz. Mhm. Bei unseren heutigen beiden Gästinnen war das anfangs ähnlich. Da hat man auch gedacht, passt das zusammen? Seit Freitag wissen wir, es passt. Und deswegen haben wir uns heute zwei tolle Gästinnen eingeladen. Ganz, ganz großen Applaus für Katja Kradawice und Elif! Wo bist du? You got only one job! Applaus! Nehmt Platz, wie ihr möchtet. Genau. Wir haben was für euch gekauft gestern. Ich weiß nicht, was das ist. Für uns gekauft? Ja, natürlich. Ja. An der Tankstelle dabei? Haben wir was gekauft. Wo ist es denn? Ich guck später mal. Es ist okay. Auf jeden Fall bunt und schwarz. Das ist cool. An euch kommen wir ja gar nicht vorbei. Platz 1 habt ihr direkt erobert. Der YouTube-Trends. Euer Song Highway kam raus. Und bevor wir drüber reden, schauen wir mal rein. Mats ab! Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schuppa. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich fahr. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Wow! Mensch! Krass, oder? Ihr seid das neue Traumduo der deutschen Musiklandschaft. Also ihr seid quasi das, was Florian Silbereisen und Thomas Anders für Ü40-Menschen seid. Seid ihr jetzt? Elif, sag mal, wie kommst du damit klar? Fährst du Filme? Also um ehrlich zu sein, fühle ich mich extrem wohl. Es macht super viel Spaß, mit Katja diesen Song zu machen, hier zu sitzen. Auch telefonieren macht mit dir Bock. Dankeschön. Es gibt Menschen, da will man nicht rangehen, aber bei dir gehe ich gerne ran. Und Katja ist eine sehr fleißige Person. Dankeschön. Und ich bin froh, dass wir diesen Song gemacht haben. Telefoniert ihr echt so auch so 3-4 Stunden am Stück? Seid ihr so welche? So sind wir nicht. Nein. Aber wir wissen direkt, was wir wollen. Elif ist auch so, sie weiß, was sie möchte. Also Business Talks. Auch mal zwischenmenschlich. Alles, aber auch Business. Auch Rezepte? So, hey, ich will jetzt einen Traumkuchen machen, wie geht's? Nee, eher so, ey, wo hast du deine Fingernägel machen lassen? Da frage ich jetzt auch immer, wenn ich so Frauendinge. Wenn man also ehrlich ist, auf den ersten Blick passt er ja optisch jetzt mal nicht so zusammen. Deswegen frage ich mich, wie kam das denn überhaupt zustande, dass ihr beiden jetzt auf einer Platte hängt? Ja, ne, das Ding ist halt einfach, wir sind so übertrieben unterschiedliche Menschen auf das Äußere, aber das ist halt eben das Ding und ich finde, Elif weiß da am besten, was sie sagt, weil sie ist da krass. Sie hat da eine richtig krasse Message und das finde ich heftig. Mach raus. Wisst ihr, Katja und ich, wir haben uns vor ungefähr einem halben Jahr kennengelernt. Mhm. Und im ersten Moment wirkt man halt wirklich so, als würden die Welten gar nicht zusammenpassen. Und für uns ist Highway einfach mehr als nur ein Song. Denn egal aus welcher Welt du kommst, egal in welcher Welt du lebst, wenn du denselben Struggle hast und dieselben Ziele, dann trifft man eh immer Menschen, die so denken wie du. Ja. Und auch wenn das halt jetzt so erst im ersten Moment nicht zusammenpasst, sind unsere Herzen doch gleich. Wow. Und aber was gibt es denn irgendeine Charaktereigenschaft, wo ihr wirklich gemerkt habt, boah, ich hätte es nicht gedacht, aber da sind wir exakt gleich? Ich finde Stärke, Hustle, Wille, Mut, sowas ist auf jeden Fall 100% unseres. Und wir lieben beide Musik. Und Musik verbindet einfach. Das und stimmt. Das ist wieder der Beweis dafür, Musik verbindet. Deswegen ist Highway auch so krass geworden. Obwohl wir so unterschiedlich sind, sind wir eigentlich im Herzen, wie sie sagt, unsere Herzen schlagen gleich. Was unterscheidet euch denn? Gibt es irgendwas, wo ihr gemerkt habt, da sind wir komplett unterschiedlich. Look auf jeden Fall. Aber ja, das ist halt einfach Geschmackssache. Und wir sind so zwei Menschen, wir leben unseren Look. Wir wollen genauso aussehen. Und das ist wieder, was verbindet. Deswegen, ja, aber unser Look unterscheidet uns auf jeden Fall. Könnt ihr mal, ihr könnt ja mal tauschen. Wir können mal tauschen, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Katja, aber als ich meinem Team davon erzählt habe, so, ey, ich will mit Katja einen Song machen, waren viele so, hä, warum denn? Und da habe ich auch so gemerkt, krass, wenn ich so was fühle, was richtig ist, dann ist es meistens auch so. Ich bin so froh, dass ich auf niemanden gehört habe und einfach gesagt habe, ja Mann, ich ziehe jetzt mit dir durch. Weil am Ende, du und ich, wir wissen es am besten. Ja.
Ich wollte gerade sagen, als du dann angekündigt hast bei dir auf deinen Social Media Plattformen, dass du mit Katja einen Song machst, es gab ja auch viele Leute, die gesagt haben, blöd, warum machst du das? Wie war das denn für dich? Hast du vielleicht dann doch gemerkt, Mensch, war das vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung oder wie waren da deine Gefühle? Ich bin das gewohnt, dass viele immer sagen, nein, mach das nicht. Also mein Leben besteht eigentlich daraus. Und es gibt auch viele Sachen früher, wo Leute gesagt haben, nein, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und jetzt habe ich einfach wieder bewiesen, dass sie nicht recht hatten. Mhm. Und das fühlt sich sehr nice an einfach, wenn man weiß, man hatte recht. Ich finde auch, das ist das Ding, so bei mir ja genauso. Die Leute haben immer gesagt, nein. Mhm. Ich habe mein erstes Album rausgebracht, also so, haha, das wird doch eh nichts, mach mal, zeig mal. Platz 1, Mann. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es gefühlt habe. Es hätte floppen können. Aber wenn man sich danach fühlt und das machen möchte, oder dein warum Buch nicht? Auch. Oder mein Buch, Mann. Mhm. Alle so, wie nennst du das? Bla, bla, bla. So viele Unterschriften gegen mein Buch. So. Und ich dachte mir, nein, das ist genau so, wie ich es mache. Wie gab es denn, wie viele Unterschriften gab es denn gegen das Buch? Keine Ahnung, 100.000. Das heißt, die wollten es verbieten, dass es auf den Markt kommt, oder die was? Wollten das unbedingt verbieten wegen dem Titel. Aber da kam ja der Song raus und dann ging es ja auch auf Social Media total ab. Und was wir gesehen haben, es haben euch viele Leute gezeichnet. Fand ich total süß. Wir blenden auch gerade so ein paar Zeichnungen ein. Eure Fans sind sehr talentiert, unsere eher nicht. Auf jeden Fall sind die talentiert. So talentiert. Also dein Make-up ist ja inspiriert von den TikTok-Videos, die die Leute gemacht haben. Ah. Das war nicht meine Idee. Also sorry, dass ich hier reinrede. Nee, sag du. Ich bin immer so, es tut mir voll leid. Ich wäre nie drauf gekommen, dass ich ein Auge so mache und eins so. Klar, es ist jetzt eine Kleinigkeit, aber mich inspirieren meine Fans halt einfach todeskrass. So. Das ist halt geil, Mann. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch auch zeichne. Und ich habe eine Zeichnung für euch gemacht, aber die müsst ihr nach dem Dreh unterschreiben. Und liebe Freunde, wenn ihr diese Zeichnung haben wollt, dann schreibt in die Kommentare, wo würdet ihr diese Zeichnung aufhängen? Mhm. Mit Unterschrift, natürlich auch von eurem Promi Dennis. Und von eurem Promi Benny. Und Katja und Elif natürlich auch. Ich habe euch gezeichnet, und zwar hier das neue Highway-Cover, würde ich sagen. Cool, ja. Sieht schön aus. Das seid ihr. Respekt! Wow. Jetzt habt ihr eine Single rausgebracht. Plant ihr beiden auch noch mehr zusammen? Mehr Hits? Weil es funktioniert ja. Wir sind jetzt erstmal glücklich, dass die Single raus ist, finde ich. Wir gucken. Ja. Was passiert nach Gefühl alles, finde ich? Also hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, du wirst mit Katja irgendwann eine Single machen. Hätte es auch nie gedacht, darum, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Ich finde, es passiert alles immer so nach Gefühl. Und das ist auch so passiert. Ich wusste nicht, dass dieses Interview zu einem Single führt, zu einem Feature, zu meinem ersten weiblichen Feature. Eine so unterschiedliche Person zu mir. Und ich bin zu diesem Interview gegangen, unvoreingenommen. Ich fand sie krass und so ist das entstanden. Das war doch so ein so finde ich entsteht auch was Musik. Was war das? Das war so eine Basement-Café. Basement-Café. Ja. Genau. Und da habt ihr euch quasi kennengelernt zum allerersten Mal. Ja, Mann. Habt ihr euch vorher gegenseitig gehört oder kanntet euch gar nichts voneinander? Wir kannten uns. Also ich kannte dich auf jeden Fall. Ich kannte dich als Künstlerin so. Ich kannte dich, ich fand sie krass. Aber Katja, Elif ist ja schon Ewigkeiten Musikerin. Hast du auch was von ihr gelernt, auch jetzt, wenn es ums Rappen oder Singen geht? Oder auf jeden Fall. Ich bin so ein Mensch, ich liebe Lernen. Ich bin jetzt kein Mensch, dass ich sage, niemand soll mir was erzählen und ich bin krass und bla bla bla. Ich bin so ein Mensch, ich lerne sehr gerne und sie ist auch so ein Mensch, sie ist sehr dankbar und sie sagt, ich kann nur lernen, wenn du mir was erzählst. Ich liebe das immer, wie sie das sagt. Ich habe gesagt, du bist so ein Social Media Gott einfach. Allein in der Zeit, wo wir jetzt abgehangen haben, habe ich so viel dazu gelernt und auch Styling. Also der Musikvideodreh, der war auch sicherlich sehr interessant, oder Elif, wie war es für dich? Weil es war sehr viel Greenscreen, habe ich gesehen, sehr viel Animation, krasse Outfits, oder wie war es für dich? Also es war erstmal sehr, sehr kalt. Uff. Boah, es war so kalt. Noch kälter als hier? Oder? Noch kälter als hier. Tot. Also wirklich, du musstest aufhören zu zittern. Und ich glaube, wir haben 2-3 Tage gedreht. Mhm. Und in einer Szene gab es sogar Wasser und so. Und wir so, okay, jetzt durchziehen. Ja, wir halten unsere Hände, wir so, egal, es ist nur Wasser. Was hast du noch gesagt? Du so, das ist egal, wir haben das auch in unserem Körper. Und Respekt an Elif, weil ich bin das gewohnt, ich ziehe immer durch. Mhm. Für mich ist das gar kein Problem. Ich mache alles, auch wenn ich gerade kurz am Sterben bin. Hauptsache, das wird geil. Die Fans brauchen das und Elif kommt da rein, ist auf meinem Single drauf und sie macht alles mit. Und sie sagt, ey, ich bin bei allem dabei und das ist überkrass. Für mich ist das so, es gibt für mich nicht so, es steht ja, es ist Katjas Song. Mhm. So, ich bin dein Feature. Ja. Und es ist auf deinem Album. Und ich denke aber nicht so. Ich denke mir, ey, wir machen gemeinsame Sache und ich gebe 100%. Mhm. Du bist immer nur so stark wie das schwächste Glied, sagt man. Deshalb, ich habe auch so Bock, Vollgas zu geben, aber auch, weil du so bist. Du bist so pushy und so schnell. Aber das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, warum man Man gönnt sich auch. Ja, auf jeden Fall. Wir gönnen uns gegenseitig sowas von. Ja. Es gab noch nicht eine Sekunde, wo ich gedacht habe, oh, du bist so
warum postet sie das jetzt auf einmal, nimmt sie sich jetzt den Platz weg? Sowas existiert nicht. Ich schwöre, null. Es gibt auch sehr viel Hass in unserer Branche, sehr viel Neid. Ja klar, da wird gesnitcht, da wird Auge gemacht hinter einem Rücken. Und das ist, da habe ich viele Sachen gelernt. Was sind denn so eure Pläne für dieses Jahr? Habt ihr irgendwelche Vorsätze? Ja, ist ja noch frisch. Elif, was ist so dein persönlicher Vorsatz? Ich habe ja gehört, Luki hat gesagt, man soll keine Vorsätze haben, sondern Tugenden, ne? Und ich habe gesagt, mich interessieren keine Vorsätze, sondern nur Umsätze. Oh, Elif, wie sieht es bei dir aus für dieses Jahr? Es gibt immer so einen groben Plan, den man sich macht. Aber ich muss sagen, man muss schon offen bleiben fürs Leben. Weil auch hier, man hätte jetzt nicht so schnell gedacht, okay, das wird jetzt einfach passieren. Wir waren einfach offen und dann ergeben sich auch Dinge. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist im Studio zu sein, neue Songs zu schreiben. Es wird was Neues kommen von mir auch. Mhm. Aber ich will auch ein bisschen die Dinge auf mich zukommen lassen. Könnt ihr euch vorstellen, mit, jetzt öfter mit Musikern zusammenzuarbeiten, wo man vielleicht denkt, ja, passt du gar nicht zusammen? Matthias Reim oder Pur oder so? Peter Maffay? Ich finde einfach, nein Mann, das ist bei uns auch so entstanden. Für mich war das sogar so, klar, man sagt jetzt, wir sind voll die Gegensätze. Für mich war das nicht so krass Gegensatz. Für mich war das so, sie ist wie ich, Mann. Sie ist so, das ist so... Weißt du, an wen du mich auch ein bisschen erinnerst? An wen? Ich habe so eine alte Schulfreundin gehabt, ja? Sandra. Viele Grüße, Sandra. Sandra, sie war die schönste und süßeste. Und sie war auch immer diejenige, die immer alle Typen abbekommen hat. Oh. Weil ich war immer so ein bisschen so die Bescheidenere und sie wirkte immer sehr laut. Ich glaube, wenn wir in der Schulzeit gewesen wären, wären wir auch Freunde geworden. Elif, du kannst ja mal sagen, wie ist denn die Katja so? Hat sie viele Männer am Start gehabt? Wie? Was willst du wissen? Nein, wie flirtet Katja? Wie geht sie auf Männer fangen? Ach, ich und flirten, ja. Also wir haben jetzt nicht so... Wir haben eigentlich viel gearbeitet jetzt. Ja, das ist auch das Wichtigste, natürlich. Tindern kann man immer später immer noch. Ich muss ehrlich sagen, wir reden gar nicht so über Männer die ganze irgendwie Zeit. Irgendwie jucken uns Männer komischerweise gar nicht. Gar nicht. Und das einzige... ich das mal sage, ja. mich jucken Männer nicht. Und ich meine das von Herzen, mich jucken gerade keine Männer. Das Einzige, ich will so hasse, ich habe so Hunger, sorry, dass ich hier reinrede. Kein Problem. Ich entschuldige mich. Das Einzige, über das wir geredet haben, ist, dass wir uns beide nicht für jemanden entscheiden würden, wenn das nicht 100% passt. Genau. Weil wir beide einfach zu viel zu tun haben, um... Ihr habt keine Zeit für Vollidioten. Dass wenn jemand kommt, dass der soll richtig sein. Das ist dann auch die Person. Und da sind wir auch wieder gleich, obwohl ich früher so war. Mhm. Aber ich bin jetzt so, ich fühle mich wie eine Oma. Man wird ja auch erwachsen, das ist ähnlich auch gesagt. Ich bin durch hat. Mit dem Leben. Man entwickelt sich ja. Ist ein guter Einfluss auf dich, Katja, vielleicht. Auf jeden vielleicht Fall. Eine gute Symbiose. Ja, aber Katja, ich muss hier auch sagen, auch wenn ich so wirklich sehr bescheiden wirke, ich habe es auf jeden Fall auch faustdick hinter 100%. Den Ohren. Ich habe halt zwei Alben geschrieben, wo es nur um Liebe ging. Ja. Also ich wirke so, aber ich meine... Wie sieht denn dein Jahr aus, Katja? Erzähl mal. Danke, dass ihr fragt. Ja, gerne. Natürlich, jetzt kommt mein Album raus. 29 Jahre, ne? Richtig. Dann ist mein Ziel, dass das meine zweite Nummer 1 ist, dass ich die allererste Frau bin im urbanen Bereich, die zweimal auf 1 gegangen ist. Du hast Eminem, hast du irgendwie doch Eminem geschlagen, jetzt will ich aber also einen Rekord brechen. Mhm. Hoffentlich passiert das. Und wenn du den nicht brichst, bist du dann enttäuscht? Ich hasse viel. Ja, dann bin ich enttäuscht und bin ich traurig. Aber ich bin nicht enttäuscht auf meine Fans, sondern dass es nicht geklappt hat. Mhm. Aber meine Fans, danke an jeden wirklich. Ich schwöre euch, danke, danke, danke. Weißt du denn, wer mit dir released? Vielleicht gibt es ja schon irgendwie Konkurrenten. Mark Forster, irgendwie ein Platin-Album oder so? Ich glaube, Gott sei Dank, das ist jetzt auch kein, ich möchte mich nie hochpushen, aber trotzdem, es ist einfach ein Fakt. Gott sei Dank bin ich so stark. Ich bin eine der stärksten Künstlerinnen, was Boxen angeht. Es gibt nur noch, ich bin so von 3, 4 anderen im Rap-Game. So. Deswegen, ich bin dankbar, ich bin safe, ich habe krasse Fans. Elif, wie gehst du denn mit Niederlagen um, wenn mal was nicht funktioniert? Hast du Druck? Quasi das nächste Mal muss auch wieder Nummer 1 sein, das nächste Mal muss auch stark performen? Oder wie machst du das? Für mich existiert sowas wie Niederlagen nicht. Entweder du lernst draus oder halt eben nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert hat, dann versuch es einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Weil ich höre nicht auf, nur weil etwas nicht funktioniert hat. Hm. So, für mich gibt es kein Aufgeben. Man muss dranbleiben. Ja. Oder Katja, wie bist du? Ich finde auch, dass sie da ist, wo sie ist, weil sie ja weitermacht, weil die Niederlagen sie jetzt nicht ausmachen. So. Voll. Und es ist bei mir genauso, wie viele Sachen ich einstecken muss, wie viel Hate oder auch wie viel Gewalt, körperliche Gewalt, alles Gewalt, so, was ich alles mit mir machen lassen musste. Und trotzdem sitze ich hier und lache so. Liebe Freunde, habt ihr Fragen an Elif und Katja, dann schreibt diese doch in die Kommentare. Die beiden werden alles beantworten, oder? Natürlich. Habt ihr euch vertraglich, habt ihr mir zugesichert, dass ihr das machen werdet? Ja. Gebt einen Daumen nach oben.
Publikum. Und wenn ihr diese Zeichnung hier natürlich unterschrieben haben möchtet, dann schreibt jetzt in die Kommentare, wo hängt ihr euch das gute Stück hin? Wo hängst du dir denn das gute Stück denn oft hin? Kurze Frage, hast du das wirklich gemacht? Ich habe das echt gezeichnet. Weil, guck mal, es ist ja jetzt nicht der krasseste Zeichnung, aber irgendwie ist es so, es hat so einen Charakter, ich feiere das, ich meine das voll. Ich kann auch sehr gut zeichnen, Leute wissen das. Stammfans wissen, ich kann echt sehr gut zeichnen. Oh. Sag mir, was für ein Tier soll ich zeichnen? Sag mir was. Ein Schwein. Eine Giraffe. Nein, Schwein ist Giraffe? Zu einfach. Giraffe. Giraffe. Oben findet ihr, was findet ihr denn oben? Das schaffst du nie. Und unten findet ihr ein ganz tolles Video. Und zwar erkennst du den Song mit Matthias Reim. Wow. Ich habe eine Giraffe gezeichnet. Ich kann nicht mehr der Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. Farewell.